Hallo zusammen, ist dir das schon mal passiert? Du hast gerade etwas Neues gelernt und am nächsten Tag hast du buchstäblich wieder von einer zufälligen Person davon gehört? Wir sind sicher, dass dir das mehr als einmal passiert ist. Es gibt sogar einen Namen für dieses Phänomen in der Psychologie, das Bader-Meinhof-Phänomen. Es tritt aufgrund der Eigenschaften unseres Denkprozesses auf, nicht wegen irgendeines mystischen Zufalls. Indem wir neue Informationen verarbeiten, neigen wir dazu, sie vom gesamten Datenfluss zu trennen. Willst du überprüfen, ob das funktioniert? In dem heutigen Video werden wir euch über erstaunliche Tatsachen, Dinge und Phänomene berichten und ihr werdet sehen, ob dieses Zeug in den kommenden Tagen anderswo auftauchen wird. Aber bevor wir anfangen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, okay? Lasst uns loslegen. Rotes iPhone. In den letzten 10 Jahren scheinen wir Apple-Smartphones in allen möglichen Farben gesehen zu haben. Die Palette der verfügbaren Farben ändert sich zwar jedes Jahr, aber eine ist seit vielen Jahren unverändert geblieben. Leuchtend rot. Was glaubst du, ist der Grund dafür? Es liegt nicht daran, dass einige der Apple-CEOs diese Farbe mögen, die für Liebe, Aggression und Gefahr steht. Es hat sicherlich auch nichts mit dem Markenzeichen der Firma zu tun. Tatsächlich hat das Band, das seit vielen Jahren auf der ganzen Welt als Symbol für den Kampf gegen HIV und AIDS verwendet wird, die gleiche Farbe. Was hat Apple damit zu tun? Der Großteil des Erlöses aus dem Verkauf von Produkten der roten Linie geht an spezialisierte gemeinnützige Stiftungen. Im Laufe der Jahre erreichte die Spendensumme etwa 250 Millionen Dollar. Wenn auch du helfen möchtest, aber nicht sicher bist, ob du ein rotes Smartphone möchtest, gibt es noch andere Geräte dieser Farbe zu kaufen. Von Armbändern bis hin zu Kopfhörern. Das iPhone 12, das dieses Jahr veröffentlicht wurde, ist auch in Rot erhältlich. Es hat auch eine interessante Neuerung, von der du wahrscheinlich noch nichts gehört hast. Ein Scanner namens LiDAR. Siehst du den kleinen Punkt neben einer der Kameras? Das ist er. Eine ähnliche Technologie wird übrigens schon seit Jahrzehnten in Autopilotsystemen verwendet. Aber was ist die Verbindung zwischen einem iPhone und einem selbstfahrenden Auto? Das ist sehr einfach. Beide Geräte verwenden LiDAR, um ein 3D-Modell des umgebenden Raums zu erzeugen. Das Auto braucht es zur Orientierung im Raum und das Telefon braucht es, um bessere Fotos zu machen, Videospiele mit Augmented Reality zu starten und vieles mehr. Den Innenarchitekten gefiel besonders die neue Funktion. Jetzt können sie ein dreidimensionales Designprojekt für einen bestimmten Raum erstellen und es direkt auf dem Bildschirm bearbeiten. Fauler Wettbewerb. Wenn du immer noch sicher bist, dass du kein Interesse am Sport hast, dann hast du diese Disziplin einfach noch nicht ausprobiert. Es gibt nur ein Problem, du kannst nur mit deinen Freunden trainieren. Und so funktioniert es. Eine Reihe von Stäben mit einem kleinen Sitz wird am Ende eines Flusses aufgestellt. Die Teilnehmer sitzen auf diesen Pfählen und warten einfach. Der Gewinner ist derjenige, der am längsten sitzen bleibt. Damals in den 70ern konnten die Teilnehmer dieses holländischen Wettbewerbs nicht einmal eine Toilettenpause einlegen. Heute ist diese Regel aufgehoben und du kannst die Stange alle paar Stunden verlassen, um dein Geschäft nachzugehen. Aber glaube nicht, dass dies den Wettbewerb viel einfacher gemacht hat. Den ganzen Tag an einem Ort zu sitzen ist nicht nur langweilig, sondern auch sehr anstrengend. Höchstwahrscheinlich fängt dein Rücken oder dein Steißbein irgendwann an, höllisch weh zu tun und dann musst du aufgeben. Man sagt, 1972 hat ein Holländer ganze 92 Tage lang hintereinander so gesessen. Was für eine erstaunliche Ausdauer! Chromotherapie für Häftlinge. Wahrscheinlich hast du schon gehört, dass Rot angeblich Aggressionen in einem Menschen hervorruft. Wegen Grün im Gegenteil deine Gedanken auf etwas Positives bringen soll. In der Tat nehmen viele Designer die Farbtherapie sehr ernst und setzen sie in der Heimdekoration ein. Ob das tatsächlich funktioniert oder ob es nur Wunschdenken ist, ist fraglich. Aber die Ergebnisse des folgenden Experiments haben viele überrascht. Es wurde 2006 in Mason County, Washington durchgeführt. Der örtliche Sheriff Clint Lowe war sehr verärgert darüber, dass viele Kriminelle aus dem Gefängnis unter seiner Aufsicht nach Verbüßung ihrer Strafe zu Wiederholungstätern wurden und in die gleichen Zellen zurückkehrten. Dann kam ihm eine ungewöhnliche Idee. Er wollte alle Wände der Anstalt rosa streichen. Nicht nur die Wände, auch Handtücher und die Uniformen der Häftlinge. Unnötig zu sagen, dass viele der Gefangenen mit dieser Idee nicht glücklich waren. Für viele von ihnen ist das Tragen von Rosa nicht männlich. Die statistischen Daten, die in anderen Gefängnissen gesammelt wurden, bestätigen jedoch die Theorie des Sheriffs. Die Zahl der Wiederholungstäter ist in der Tat nach der Einführung des rosa Farbschemas um das 10-fache zurückgegangen. Anscheinend wollten die ehemaligen Kriminellen einfach keine Frauenkleidung mehr tragen und versuchen deshalb, sich zu bessern. Glühendes Glas.
Hast du jemals ein Glas gesehen, das grün leuchtet, wenn es UV-Licht ausgesetzt wird? Man könnte denken, dass dies eine Art moderne Innovation ist, aber in Wirklichkeit erschien solches Glas bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in den Regalen der Geschäfte. Das Geheimnis liegt in der Zusammensetzung der Legierung, die eine kleine Menge der radioaktiven Substanz Uran enthält. Vor 100 Jahren konnte der Anteil vom Uran im Glas 25% erreichen. Wie ist das möglich? Ganz einfach. Damals wussten die Wissenschaftler noch zu wenig über die Radioaktivität und den Zerfallprozess solcher Substanzen. Mit der Zeit verringerte sich der Anteil des Urans in den Legierungen und zu Beginn dieses Jahrhunderts wurden ungewöhnliche Glasarbeiten aus der Produktion genommen. Heute ist es nur noch in einigen wenigen Geschäften auf der ganzen Welt erhältlich. Aber was ist mit den Uranglaswaren, die wir von unseren Großmüttern und Großvätern geerbt haben? Nun, wenn der Gehalt der radioaktiven Substanz daran nicht mehr als 6% beträgt, dann können solche Gegenstände als ziemlich sicher angesehen werden. Allerdings ist es auch wichtig zu wissen, welche Art von Uran bei der Herstellung verwendet wurde. Natürliches oder chemisch reines Uran. Im ersten Fall kann man das Geschirr zu Hause aufbewahren, aber nur hinter Glas. Außerdem wird dringend empfohlen, keine Nahrungsmittel daraus zu essen. Wenn deine Glaswaren reines chemisches Uran enthalten, kannst du es ohne Bedenken für deine Gesundheit verwenden. Umweltfreundlicher Computer. Jedes Jahr werden auf der ganzen Welt 20 bis 50 Millionen Tonnen elektronischer Geräte auf Mülldeponien entsorgt. Das ist natürlich kaum verwunderlich für eine Gesellschaft, in der die Menschen dazu ermutigt werden, immer wieder auf die neuesten elektronischen Geräte umzurüsten. Wir müssen nicht sagen, wie sich diese Konsumgewohnheiten auf den Zustand der Umwelt auswirken. Ein Ehepaar aus Peru hat sich eine geniale Lösung für dieses Problem einfallen lassen. Die Familie der Ingenieure hat einen haltbaren Laptop erfunden, dessen Gehäuse komplett aus gewöhnlichem Holz besteht. Nach Angaben der Erfinder kann ein solches Gerät 10 bis 15 Jahre halten und du kannst es selbst zusammenbauen, wie einen gewöhnlichen Baukasten. Außerdem kann der Computer über eine Steckdose oder Solarenergie betrieben werden. Das Gerät ist recht erschwinglich. Es kostet nur $235. Würdest du es gerne ausprobieren? Just say yes. Alright, yeah. Lego Minifiguren. Wake up! Schon mal die Löcher auf dem Kopf der weltberühmten Lego-Minifiguren bemerkt? Mit ihnen kann man den kleinen Mann an fast jedem Lego-Stück befestigen. Aber wozu soll das gut sein? Tatsächlich hat das Loch nichts mit dem Bau von Lego-Gebäuden und Autos zu tun. Der Grund, warum es eingeführt wurde, ist viel interessanter. Als die Minifiguren zum ersten Mal in die Regale der Läden kamen, hatten sie Knöpfe mit dem Markennamen auf den Kopf. Die Designer beschlossen erst 1992, sie durch Löcher zu ersetzen. Der Grund ist einfach. Viele kleine Kinder lieben es, sich alles Mögliche in den Mund zu stecken. Das Loch kann ein Kind vor dem Ersticken retten, da es Luft durchlässt. Im Jahr 2016 beschloss eine Gruppe australischer Wissenschaftler sogar, ein Experiment durchzuführen und zu überprüfen, was passiert, wenn man eine Lego-Minifigur verschluckt. Es stellte sich heraus, dass sie den Körper in 3 Tagen verlassen wird. Fragt nur nicht, wie genau sie das herausgefunden haben. Grünes Buch. Manchmal hinterlassen Bücher einen so starken Eindruck auf uns, dass wir sagen können, sie wachsen auf uns. Und dieses Buch ist buchstäblich aus echten Pflanzen gewachsen. Das einzigartige Buch wurde von einer irischen Bank und einer Werbeagentur für lokale Bauern als Leitfaden mit praktischen Tipps und Lektionen über die Umwelt hergestellt. Wie sah dieser Prozess aus? Zuerst hat die deutsche Künstlerin Diana Scherer jede Seite gestaltet und Kräuterformen hergestellt. Dann wuchsen die Pflanzen dort 2 Monate lang. Als die Wurzeln groß genug waren, um Blätter mit Zeichnungen und Text zu machen, wurde das Gras verbrannt und aus der Asche wurde die Druckfarbe hergestellt. Danach ging das einzigartige Buch auf eine Tournee durch das ganze Land, wo es den Landarbeitern bei besonderen Veranstaltungen gezeigt wurde. Wasserrutschen. Es gibt wahrscheinlich niemanden auf der Welt, der Wasserparks nicht mag. Außer vielleicht hydrophobe Menschen. Sogar Erwachsene fangen an, sich wie Kinder zu benehmen, wenn sie auf eine Wasserrutsche steigen. Obwohl es schade ist, dass der Spaß nicht lange anhält und man für eine weitere Dosis Endorphine ganz nach oben klettern muss. Der Manager von Escape, einem malaysischen Vergnügungspark, fand das immer unfair. Er beschloss, diese Situation zu verbessern und eröffnete die längste Wasserrutsche der Welt. Sie ist mehr als 1 Kilometer lang und laut dem Park wird die Fahrt 4 Minuten dauern. Und das Erstaunlichste ist, dass man nicht auf die langweiligen Wände von technischen Gebäuden oder andere Touristen schaut, sondern den Blick auf einen echten Regenwald genießt. Die Rutsche fährt durch eine Dschungellandschaft, die absolut traumhaft aussieht. Allerdings werdet ihr wahrscheinlich in einer riesigen Schlange warten müssen, um auf die Rutsche zu gelangen. Einkaufen für Tiere. Wir glauben, dass Hunde und Katzen uns verstehen und menschliche Emotionen erleben können. Wir glauben auch, dass sie wirklich der Handlung des Films folgen, wenn sie mit uns fernsehen. Warum lassen wir Haustiere also nicht ihre eigenen Entscheidungen treffen, wenn es um den Kauf von Spielzeug und anderem Haustierzubehör geht? Mit dieser Frage im Hinterkopf hat der brasilianische Tierernährungshändler Petz einen ungewöhnlichen Online-Shop eröffnet.
Es sind die Hunde, die dort entscheiden, was sie kaufen. Möglich wurde dies dank der Verarbeitung von mehreren tausend Bildern verschiedener Hunderassen und der Recherche von Hundeführern. Die künstliche Intelligenz auf der Webseite analysiert die Reaktion des Hundes auf verschiedene Produkte und schließt daraus, ob er sie mag oder nicht. Alles, was deinem Tier gefällt, wird automatisch in den Warenkorb gelegt, sodass sich die Besitzer auf den großen Einkauf vorbereiten müssen.